Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder Need for Speed Heat mit mir und Fly High. Und wie ihr hier seht, wir sind schon voll drin, als statt nur dabei. Und ja, wir haben ja gesagt, oder ich habe gesagt, wir gehen in die Nacht, nochmal Rap-Level ein bisschen erhöhen. Und das werden wir auch tun. Angefangen mit dem Rennen Fliegende Holländer. Das, was ich jetzt hier gerade fahre, ist so dunkel. Es ist manchmal echt nicht mehr nett. Jo, moin. So, da wären wir an denen vorbei. Da vorne stehen Cops. Das ist nicht gut. Oh, irgendwie. Ja, irgendwie, ne? Und so. Verkacke ich hier jede Kurve. Oh, fliegen wir hier schon? Ne, nicht weit genug. Kommt schon wieder ein Kopf von vorne. Nö, aber schnell genug wegfahren. Ja, jetzt im fliegenden Holländer nicht ganz so viel Schaden reinhauen hier in die Karre. Das wäre super. Ja, die einzige Sorge, die ich habe, dass irgendwie die Nachtrennen nicht so fluffig laufen. Weil im Stream hatte ich letztens extreme Probleme mit Frame Drops. Aber nur in OBS, nicht jetzt hier im Spiel. Da lief alles super. Okay, wir sind jetzt hier. Was machen wir jetzt? Rennen, die sind ja alle, das ist ja alles nicht neu, das ist jetzt nur ein höheres Level. Wo wäre denn das Heat 3 Event? Heat 5 wäre da und Heat 3 wäre dann. Let's go, dann machen wir hier mal neue Horizonte. Bin ich auch noch nicht gefahren. Jetzt, das ist zwar nicht über 300, das bringt uns in der Racing Story, Quatsch. Diese kleinen Tagesaufgaben halt, ja, das ist da Tropfen auf der heißen Stein, wenn man so will. Hier mit NOS durchbeschleunigen und let's go. Nossa, Nossa. Wo kommt der Kopf jetzt her? Moin, moin, Junge. Ich bin noch auf der richtigen Strecke. Jo, bringt gar nichts zu Ende. Geben wir hier mal unseren Mazda. Platz da, ich vermatz da. Brrr. Moin. Danke für die Kurvenlage. Ja, das ist auch schon wieder so lame. Computer kommen nicht hinterher. Cops kommen nicht hinterher. Falls was Spannendes passiert, hole ich euch wieder dazu. Ansonsten sehen wir uns kurz vor Schluss des Rennens. Ja, oder auch nicht. Da vorne steht mal ein Kopf, aber den sollten wir auch wieder mir nichts, dir nichts abhängen. Naja, guck dir den an. Blöd, dass wir jetzt hier halt in den Serpentin fahren, aber. Kriege mal weg, kriege mal los. Herr Officer, Sie waren so langsam. Na gut, 50% geschafft. Da geht die wilde Fahrt weiter. So, da vorne kommt wieder ein Polizist, aber der ist auch wieder ruckzucki weg. Ja. Hallo? Kommen, kommen. Kein Bock jetzt, dass der da noch länger dran bleibt. Ja, perfekt. Oh, shit. Neue Horizonte. Wir haben unseren Horizont jetzt genug erweitert. Jetzt wollen wir ins Ziel. Let's go. Die letzten paar Prozent hier unten im Hafengebiet. Easy peasy. Lemmy squeezy. So, das wäre abgeschlossen. Das wäre auf einer stärkeren Schwierigkeit. Was wäre das? 240.
Das ist auch nur 2,80. 2,80 gibt 17.000, gibt 15.000. Das ergibt eine 8. Ja, komm, dann machen wir das hier nochmal wieder. Und ja, dann auch noch das. Die sind mir jetzt zwar alle schon gefahren, aber jetzt halt groß. Ja, das Karte mal auch wieder. Wir wollen ja ein bisschen was sehen heute so noch. Ein paar Rap-Level machen. Ja, da geben wir gleich mal Gas. Also die Strecke sind wir ja schon gefahren. Hier cuttet man. Ups, das war ein bisschen früh. Du. Ja, jetzt sind wir schon Erster, ja. Oh shit. Oh shit. Okay, wir sind Heat 3. Alles klar, der Kopf ist auch wieder weg. Ja, es ist halt wieder im Schlaf bewältigt. Ich freue mich schon auf die Rennen. Ich weiß die Erkundung A, B und C, glaube ich. Und dann gibt es ja nochmal ein Rennen, was also in der Nacht, wo um die ganze Map geht. Das macht Spaß, da ist ein Nervenkitzel geboten, weil man weiß nie, was passiert. Ja, jetzt nehme ich aber. Das ist wohl meine Schadensreduktion aufgebraucht. Jetzt nehme ich immer Schaden, sobald ich irgendwo rein crashe, oder? Oh, zum Glück war der zum Kaputtfahren. Wir sind noch ganz am Anfang in der Nacht rumgefahren, ein Kopf dran und nie wieder losgeworden und gestorben. Also das passiert jetzt nicht mehr. Let's go. Wir haben es gleich. Jetzt wieder ab in den Hafen und dann war's das schon wieder. Dann haben wir hoffentlich Heat 3,5 oder so. I don't know. Vielleicht sehen wir ja noch einen Kopf. Ich glaube es nicht. Wobei hier unten im Hafen immer. Oh, leck mal doch am Arsch. Ah, ich muss ja noch springen, gell? Keine Ahnung. Ja, moin. Guck, da kommt der Dreckskopf rausgefahren. Okay, ich fahre euch weg und ihr wisst nicht mehr, wo ich bin nach ein paar hundert Meter. Wir sind wieder auf der Jagd. So, das war das Rennen. Weil das hat ja kaum Heat gegeben. Dann wollten wir den Rundkurs. Ah, Hilfe. Schnell, schnell, schnell rein da. Starten, bevor der Kopf kommt. Ja, ihr müsst jetzt hier gar nicht so machen und meinen, ihr könnt hier wegfahren. Hier bleibt mal schön hier. Ja moin, was war jetzt das? Hier könnten jetzt Cops kommen ohne Ende, da hätte ich Bock, weil die sind durch den Sprung, der da vorne ist, so einfach zu auszuschalten, zu kaputt machen, kaputt zu machen, so. Hm? Hier dieser, das ist auch, wenn ihr hier unten im Industriegebiet seid oder halt im Hafen mit dem Sprung, da werdet ihr die Cops dann eigentlich so gut wie immer los. So, der müsste mich ja sehen, ne? Moin, moin, Herr Wachtmeister. Nochmal entwischt er uns nicht. Ja, dann zieh jetzt, komm. Come on, Savan. Ich hätte springen sollen. Solange ich verfolgt werde. Das hätte er noch gezählt. Schade. Halt der Unterschied zu der Heat-Mode und zum normalen Spiel. Nee, Bros. Verfolgt doch mich. Das muss doch nicht sein. Wow, den habe ich auch aus dem Leben gekriegt, aber Schadensreduktion regelt immer noch. Ne, 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 ne.
Ah, da hat's Einkommen komplett hops genommen. Ein Kopf, aber komplett hops genommen. Ja, moin. Ah, du bist so blöd. Oh, yay, da ist ein Racer. Ich verfolge ihn. Nein, ich fahre erstmal gegen dieses Silo. Halt, wir müssen da hin. So, dann schnappen wir uns jetzt dieses Heat. Drei Event. Oh, das gibt 33.000 Rep. Und mega viel Money, Money. Make money. Oh, ja, reparieren oder nicht reparieren? Das ist die Frage. Komm, mach es doch mal weg. Ich glaube, ich repariere. Herr Wachtmeister, hier wäre ich gewesen. Ha. Na gut. Wir sehen uns beim Heat 3 Event. Aber vorher holen wir uns noch den Flamingo. Leckt mich doch am Arsch, war da der Cop auf der Straße und er will das Event nicht starten. Junge. Und Ferrari F40 vor uns. Ne? Die Gegner werden stärker. Gerade jetzt auch hier auf dem, in dem Heat-Event. Cops sind schon am Start, haben schon gedreht. Ja, nice. Und wer hat sie dann gleich am Arsch? Ich. Ja moin, ich sehe hier gar nichts. Seht ihr eigentlich viel, bis auf rote und weiße Lichter und dunkel? Ich habe keine Ahnung. Hey, geh mal weg jetzt. Oh, diese Heatrennen in dieser Mod, die sind krank. Einfach nur krank. Aber jetzt löppt das ja. Wir sind 6. von 8. Hä? Wie kann... Was? Hä? Wie bitte was? Hä? Wie kann ich jetzt 6. von 8 sein? Alter. Ich hoffe, die da vorne kriegen noch irgendwie Cops oder so. Diese Heat-Events, ihr wollt mich doch verarschen. Ich schwöre. Oh, scheiße. In der nächsten Folge habe ich den RSR aufgebaut. Das schwöre ich euch. Der RSR, der muss her. Sonst wird das hier nichts mehr. Alter. Nein, und natürlich fahre ich genau vor den. Jetzt wird das nichts mehr mit Platz Nummer 4. Oder? Windschatten snacken? Da kommen wenigstens 4. Alter, das ist so irre. Aber ein brisantes Teil. Hätten wir jetzt hier noch irgendein Rennen, das Neues? Nein, hier wäre eins. Aber das gibt mega wenig Punkte. Plasma bringt 16. Das ist zu wenig. Enterprise bringt 15. Plasma bringt 16. Ja, dann ist es wohl das Plasma-Event, das wir fahren werden. Und falls ihr euch gewundert habt, was das da für ein Motorsymbol ist, das da unter meinem Auto-Pfeil ist auf der Karte, das ist dieses brisante Teil, das ich bekommen habe. Ab Level 50, oh shit, ist ja ein Heat-Teil. Und jetzt ist aber noch, keine Ahnung, ich glaube ein Ultimatives, ne Quatsch, ein Heat-Teil, ein Ultimativ oder Ultimativ-Plus-Teil, wenn man Stufe 50 ist. Jetzt kriege ich aber, glaube ich, nur Elite-Teile, die ich ja eh schon habe. Wie ihr seht, Cops, Ausfall, Racer, komplett Ausfall. Aber in den Heat-Events wird rasiert. Scheiße, das sind ja hier.
blöde drei Runden. Dann schnabbel ich jetzt hier mal nicht so lange vor mich hin, sondern fahr. Und wir sehen uns dann immer mal wieder. Schneide ich uns das hier zurecht, weil viel passieren wird ja wahrscheinlich nicht. Oh, die erste Runde. Uiuiui. Ah, natürlich. Schön, dass ihr da dabei wart. Ach ja, die ganze Zeit passiert nichts. Kaum nehme ich euch kurz mit rein, fahre ich voll gegen die Wand. Ja, kommen Sie mal mit. Mischen Sie mal die anderen Racer hinter mir auf, weil mich verfolgen sie ja eh nicht lange. Ich meine, ja, jetzt hat er es mal gecheckt, dass er da abkürzen kann, ne? Krasser Dude. Sieht trotzdem noch kein Kopf hinter mir. Aua. Oh, leck mal, Mord. Kam mir hier die Karre, ey. Das hab ich. Gerade mal Heat. Oh, shit. Hallo. Hört mal nicht nur wieder an die Tankstelle. Da war eine Straßensperre. Lass mich doch mal zu Ende reden. Noch nicht mal Heat 3 voll und das Auto schon zweimal repariert. Das ist eigentlich schwach. Also schon wieder dieser Scheißschlepper. Also Wandtreffer sind krasser, wie wenn ich jetzt in das Auto gebängelt wäre. Habe ich jetzt irgendwie so das Gefühl. Ja, leck mich am Arsch. Schon wieder die Hälfte des Autos kaputt. Wollt ihr mich verarschen? Man kann sich's auch selber spannend machen, wenn sonst hier nicht so viel passiert. Oder fast an der Brücke vorbeifahren. Jetzt steht er hier schon wieder. Hallo, jetzt kommen Sie mal mit. Du müsstest mich ja jetzt hier sehen und abkürzen, so wie vorhin, und dann trotzdem wieder failen. Ja, moin. Dann kriegen wir jetzt aber Heat 3 auf jeden Fall voll. Ich glaube, das lädt sich auf, das Reparaturkit, oder? Mir war doch so. Ja, die Cops fahren unter mir durch, ja moin. Ja, ich glaube, das lädt sich auf. Ja, dann benutzen wir lieber, ja, hätte ich das doch mal früher benutzt, ja moin. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt bringt uns, glaube ich, dieses Rennen bringt uns nicht runter. Aber neue Horizonte, da sind wir aber doch vorhin schon gefahren. Das ist ein Rundkursrennen. Bringt uns hier irgendwas, irgendwie, irgendwo hin. Nicht wirklich, nicht wirklich, Freunde. Randos. Der Lauf bringt 4000. Das da ist Rotze. Ring Racer, scheiße Vollbremsung, fährt uns ja aber nur nach da oben wieder und auch für viel zu wenig Punkte. Ja komm, scheiß drauf. Dann fahren wir jetzt noch Plasma. Ja, ich hätte durchziehen sollen. Scheiße. So, nach dem Rennen, also wir machen nicht das Heat 5 Event, das ist zu weit unten und es bringt mir am Endeffekt eh noch nichts und ich werde wahrscheinlich eh nicht gegen die Freakos da gewinnen. Und von dem her hoffe ich, dass ich jetzt hier mit dem Event irgendwie auf Heat 5 komme. Wenn ich überlege, ich dann offscreen, also Alter, du Dolle. Mal gucken, wie lange das hier geht, wie viel ich hatte, wie spannend und so, aber ja, je nachdem werde ich dann im Rundkurs einfach da noch meine Kreise drehen, mit den Cops oder ohne, durch die Radarfalle fahren. Ach du Scheiße. Um dann einfach easy peasy, lemmy squeezy. Hallo? Alter. Aber weiterhin unterwegs. Ich wäre ganz so schlecht. Ich will
sicherlich sagen, dass wir verlieren. Allerdings brauchen wir hier dringend Verstärkung. Was war denn das für ein Rennen? Da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Junge, Junge, Junge. Geh weg und kürz ab. Da waren, glaube ich, Nagelbänder. So, hier cutten, hier cutten. Alter. Die Schweine stehen jetzt hier an jeder Kreuzung Straßensperren auf. Alter, seid ihr nicht mehr ganz sauber? So, jetzt müssen wir die hier noch besser driften als vorher. Ja, mich halten die Barrieren nicht auf. Komm, wir springen lieber mal über die drüber, nicht, dass da nochmal irgendwas schief geht. Ja, moin moin. Ja, Herr Wachtmeister. Ihre eigene Falle und sie fahren rein. Das ist halt schon blöd, ne? Junge, beruhig dich, Auto. Guck dir das an. Alter, was war das jetzt für ein Baba-Move? Bam! Lass mich jetzt in Ruhe. Rennen beendet. Oh shit. So, pass auf. Ich fahre jetzt hier rein. Wäre auf der richtigen Straße gewesen. Die müssen den Sack nur noch zumachen. Naja, ich will jetzt Heat 5 werden. Ah, scheiße, war der falsche Weg. Ich wollte doch durch den... Das ist auch gut. Also hätte ich wenigstens noch einen Blitzer mitgenommen. Naja, egal. Ich fahre übrigens in den Raceway, liebe Kollegen und Kolleginnen. Von der Polizei. So, dann drehe ich jetzt hier meine Kreise, bis ich Heat 5 bin. Ja, wir sind dann erst auf Stufe 37. Wir haben noch nicht mal. Wir haben 5 Level gemacht. Wahrscheinlich mit dem Heat Upgrade wird es mehr. Ja, perfekt. Wir sind jetzt Stufe 37. Oh Gott, warum sind jetzt hier so viele Cops? Schnell weg. Schnell. Schnell weg. Jetzt hier schon wieder diese beschissene Einfahrt. Nenn die Garage ja, mit Heat 5. Pam! Je höher der Gipfel, desto schwerer der Aufstieg. Ash ohne Ende gemacht. Und das jetzt mal 5, ne? Zack, zack, zack. 610.000. So sieht's nämlich aus. Jetzt grünes Licht für neue Teile. Sieh sie dir mal an. Der Ford GT. Nice, nice. Na, nicht so nice. Aber jetzt haben wir hier neue Platz für neue Teile, ne? Ja, das kommt erst. Okay. Einfach nur Reifen bekommen. Jo, Streckenreifen noch drauf und dann. Ja, gut, das andere ist erst ab 47 und so. Stufe 39, hier 39. Hier kommt nichts. Hier 39. 39 und hier 43. Okay. Ja, nice, 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 nice. Das hat sich doch gelohnt. Die Racer-Herausforderung hatte ich auch abgeschlossen.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in der Nacht und machen zumindest bis Stufe 43, würde ich sagen. So sieht's aus. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Einschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.